Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich einen DM-Haul für euch und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Schreibt mir doch als heutige Videoaufgabe gerne mal in die Kommentare, wie eure Stimmung aktuell ist. Seid ihr gerade noch in Herbststimmung oder schon so ein bisschen in Weihnachtsstimmung? Ich weiß auch nicht, was ich gerade denken soll, weil überall gibt es schon die ganzen Weihnachtssachen. Ich habe hier jetzt auch schon so ein paar Weihnachtssachen mit im Video, aber irgendwie ist noch gar nicht Weihnachten und ich möchte auch noch gar nicht in Weihnachtsstimmung sein, weil es ist irgendwie noch zu früh, nicht, dass die Stimmung bis Weihnachten wieder weg ist. Also sagt mir gerne mal in den Kommentaren, wie es bei euch gerade so ist. Als erstes habe ich hier ein sehr, sehr schönes herbstliches Produkt gekauft. Und zwar von NYX Cosmetics, den Buttermilk Blush. Ich habe ewig gebraucht, um den zu bekommen. Das ist die Farbe For the Butter. Und ich finde den sehr schön herbstlich, weil es ist so ein Mauve-Ton irgendwie. Und ich trage den heute auch auf den Wangen. Es ist einfach so ein dunklerer Blush. Und es ist so ein richtig schöner Eyecatcher. Der ist sehr, sehr hochpigmentiert. Man muss damit wirklich vorsichtig sein. Man muss erstmal gucken, wie man den am besten handhabt. Also am besten nur so ein, zweimal da rein dippen und nach so ein bisschen auf die Wangen geben, weil sonst hat man da direkt so riesige Balken und das ist ja dann schade. Aber das nur so als Hinweis, das sollte man wissen, wenn man sich dieses Produkt zulegt. Aber ansonsten finde ich das wirklich ganz, ganz, ganz toll. Und es ist ja auch super, wenn es so hochpigmentiert ist, weil dann hält es auch länger. Eigentlich bin ich ja gar nicht so die Foundation-Maus, aber ich hatte ja jetzt ganz viele Hochzeiten dieses Jahr, die endlich zu Ende sind. Juhu, also die Hochzeiten waren toll, keine Frage, aber jetzt haben wir wieder entspanntere Wochenenden und ja, deswegen wollte ich auch immer schöne Make-ups zaubern und ich hatte das hier entdeckt. Das ist das Skin Tint von Maybelline, das Super Stay 24-Hour Skin Tint in der Farbe 03 und ich habe irgendwie aktuell total viele Hautunreinheiten. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Und wenn ich dann so bei einer Hochzeit war oder so, dann wollte ich das gerne so ein bisschen kaschieren und abdecken. Man möchte ja dann nicht so aussehen, wie man nicht aussehen möchte. Und das hat mir wirklich geholfen. Also das ist wirklich ein leichtes Produkt. Es ist wie gesagt nur ein Skin Tint. Also es perfektioniert die Haut ganz leicht. Und es ist wirklich super angenehm auf der Haut. Es hat so ein mattes Finish, aber hat Schimmerpartikel mit eingearbeitet. Dementsprechend ist die Haut matt, aber trotzdem ist sie schön glowy dabei. Und davon braucht man auch gar nicht viel. Also ich habe wirklich immer nur so ein paar Tröpfchen auf meine Haut gegeben, das mit den Händen verblendet. Und das funktioniert wirklich super und mag ich aktuell sehr gerne. Aber ich hoffe, ich muss es bald nicht mehr benutzen und dass meine Haut bald wieder reiner wird. Ich habe ja eben schon gesagt, aktuell gibt es so viele Weihnachtsprodukte schon und ja, ich habe zugeschlagen. Wie süß sind diese Schneekugeln hier bitte? Sind das Schneekugeln? Ich weiß gar nicht so genau, wie man die nennt. Auf jeden Fall ist hier einmal ein Hirsch im Wald. Richtig süß. Und das Ganze wird noch süßer, weil man kann das anschalten. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Doch, also das Gegenlicht ist für euch, glaube ich, zu krass, aber das leuchtet dann so schön und ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass man sich einen gemütlichen Abend macht und dann stellt man diese Lichter auf den Tisch und ach, ich liebe das einfach. Und hier habe ich dann noch so ein Häuschen dazu. Das leuchtet natürlich auch so. Ich schätze mal, dass ihr das jetzt hoffentlich sehen könnt. Und ich finde dieses Häuschen so hübsch. Oh, ich finde es richtig cool. Also hat mich auf jeden Fall sehr angesprochen, wie ihr sehen könnt. Die haben je, ich glaube, 3,95 gekostet. 2,95. Nur 2,95, ja. Genau, 2,95 Euro haben die gekostet. Und ich glaube, die werden mir diesen Winter sehr, sehr viel Spaß bereiten. Das, was ich gerade auf den Lippen trage, habe ich mir zusammen neu in der Drogerie gekauft. Das ist meine neue liebste Herbstlippenkombi, kann man sagen. Ich habe hier mal einen anderen Lip Liner geholt als sonst. Normalerweise habe ich ja immer einen von Manhattan. Jetzt habe ich hier einen von Trended Up und zwar die Farbe 030. Das ist so ein relativ neutraler Nude-Ton, der eigentlich fast ist wie die eigene Lippenfarbe, zumindest wie meine Lippenfarbe. Und dadurch kann ich meine Lippen einfach noch so ein bisschen, ja, schärfer gestalten und einfach dafür sorgen, dass ich genau weiß, wo ich nachher mit dem Lipgloss oder Lippenstift entlang muss. Also es ist wirklich super praktisch und der verfälscht natürlich andere Nude-Töne nicht so richtig, weil der einfach sehr schön neutral ist. Und dann mag ich sehr gerne von Manhattan den Lasting Perfection Mega Matte Liquid Lipstick. Den habe ich hier in der Farbe 700 NoHo Mocha. Ich finde, das ist so eine richtig schöne Farbe. Wie gesagt, trage ich gerade auch auf den Lippen. Und das ist so ein Nude-Ton mit so
einem leichten Orangenstich, würde ich sagen. Und ich finde, es passt einfach in die aktuelle Zeit. Und ich habe diese Produkte jetzt schon länger getestet. Also ich habe mir die vor einem Monat ungefähr gekauft und bin damit echt zufrieden. Also der Liquid Lipstick, der ist nicht ganz so langanhaltend, wenn man jetzt im Vergleich einen von Maybelline hat. Aber der fühlt sich sehr angenehm an auf den Lippen. Also man spürt den gar nicht, auch wenn ich jetzt so hier drüber gehe. Es ist so, als wäre gefühlt nichts drauf, weil das so eine ganz, ganz dünne Schicht ist. Die geht aber schneller ab als hochpreisigere Produkte. Aber trotzdem mag ich es total gerne. Also kann man auch super einfach nachschminken und ist für mich irgendwie mal so was anderes auf den Lippen. Ich bin ja eigentlich wirklich so der größte Fan von UV-Lacken. Ich liebe das einfach, wenn man die Nägel immer schön hat und man sich nicht so drum kümmern muss. Und muss damit jetzt aber, glaube ich, wirklich ein für alle Mal aufhören. Ich hatte ja 2021 das Problem, dass ich so eine allergische Reaktion hatte, dass sich meine Nägel vom Nagelbett gelöst haben. Das sah wirklich ganz, ganz schlimm aus. Und das ist dann auch wieder weggegangen. Also das hat so 2-3 Monate gedauert. Dann ist das Nagelbett wieder festgewachsen. Und damals habe ich dann den UV-Lack weggelassen. Und dann habe ich mich irgendwann wieder rangetastet, habe dann was ohne HEMA genommen. Das hat gut funktioniert. Dann gab es diese Serie nicht mehr. Dann habe ich wieder weitergewechselt. Und dann hat es jetzt langsam wieder angefangen, dass sich mein kleiner Nagel so ein bisschen ablöst und ich möchte das einfach nicht mehr. Also mein Körper möchte mir damit ja irgendwas sagen und ich habe jetzt sehr lange nicht auf meinen Körper gehört. Aber eigentlich darf man sowas ja nicht missachten und deswegen höre ich jetzt auf damit, auch wenn es mir wirklich wehtut, weil ich liebe UV-Lacke. Und gehe wieder zu normalem Nagellack über und habe da auch nur so pflanzlichen Nagellack und der ist auch ziemlich teuer. Ich habe den jetzt von Gitti bestellt. Hier habe ich jetzt noch einen anderen getestet für heute, der ist von Hypoallergenic. Aber ich bin gespannt, wie ich jetzt so klarkomme mit der Umstellung und werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und ich habe mir so ein paar Dinge jetzt mitgenommen, die ich jetzt brauche. Also einmal diesen Nagellackentferner hier von Ebeline. Das ist der Express-Nagellackentferner, acetonfrei mit weiße Blütenduft. Weiße Blütenduft kann ich jetzt nicht bestätigen. Rieche ich wahrscheinlich, wenn ich meine Finger daraus ziehe, aber das finde ich einfach super praktisch. Da tut man seinen Finger rein und kann den einfach vom Nagellack befreien. Und dieses Produkt hier werde ich nur für neutrale Töne verwenden, weil sobald man da einmal mit so einem Rotton reingeht, kann man das nämlich vergessen. Dann färbt das nämlich auf alle Finger ab und so. Deswegen, damit habe ich schon mal Erfahrung gemacht. Deswegen nur für helle Töne, am besten für so milchige, weiße Töne. Und für die härteren Fälle, wie das, was ich gerade drauf habe, verwende ich dann von Ebeline den Nagellackentferner acetonfrei mit Aprikosenkernöl. Der sieht einfach so aus. Und früher habe ich auch schon immer diese Nagellackentferner verwendet und war damit immer zufrieden. Deswegen werde ich das jetzt erstmal auch weiterhin tun. Es sei denn, ihr habt noch andere Empfehlungen für mich, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Letztes Jahr um diese Zeit habe ich mir einen rotfarbenen Labello gekauft. Und der ist jetzt fast aufgebraucht. Also ich denke, ich werde euch den nächsten Monat in einem Aufgebraucht-Video zeigen können. Ich habe den wirklich fast jeden Tag verwendet. Das ist mein ständiger Begleiter. Und deswegen habe ich mir jetzt hier einen neuen gekauft. Die exakt gleiche Sorte, die ich vorher hatte, gab es nicht mehr. Hier habe ich jetzt die vegane Formel Cherry Shine. Ich wollte das jetzt mal gerade auspacken und einfach mal schauen, ob der auch so eine leichte Färbung abgibt. Weil ich mag das ganz gerne, wenn ich zum Beispiel ungeschminkt bin, dass meine Lippen dann einfach so eine leichte rote Tönung bekommen. Dann sieht man einfach so ein bisschen lebendiger und durchbluteter aus. Oh, der riecht auf jeden Fall sehr gut. Ja, und gibt eine leichte rote Färbung ab. Also ich bin gespannt, wie das auf den Lippen sein wird. Fühlt sich auf jeden Fall cremig an. Und der riecht eindeutig viel extremer als mein altes Lippenprodukt. Es dauert wirklich extrem lange, so ein Augenbrauengel hier aufzubrauchen. Und ich habe es jetzt geschafft und mir das deswegen nochmal neu gekauft. Das ist von Got2b der Kleber for Brows and Edges. Und den verwende ich einfach immer gerne für meine Augenbrauen. Ist so für mich das Beste aus der Drogerie. Und damit kriege ich die wirklich richtig, richtig toll hochgekämmt. Und das hält auch gut. Und da habe ich wirklich gar nichts dran auszusetzen. Also kann ich euch wirklich
wirklich wärmstens empfehlen. Schreibt mir gerne auch mal in die Kommentare, falls ihr eine andere Empfehlung für mich habt. Ich habe aber schon fast jedes Augenbrauengel in der Drogerie durch, würde ich sagen. Und bisher hat mich keins so sehr überzeugt wie das da. Ich benutze jetzt schon relativ lange die Happier Barrier Gesichtspflege von Geek & Gorgeous und finde die wirklich super gut. Also ich mag insgesamt deren Produkte sehr, sehr gerne. Ich habe wirklich fast alles von denen. Und diese Happier Barrier Gesichtspflege, die ist zum Beispiel mit 7% Squalan und die versorgt die Haut wirklich schön mit Feuchtigkeit und ist wirklich ganz, ganz toll. Davon braucht man auch nicht viel Produkt. Ich hatte auch schon mal die Sorte Hydration Station, die fand ich auch richtig gut, habe aber gemerkt, dass diese hier meine Haut noch besser tut und dementsprechend habe ich sie mir jetzt einfach nochmal gekauft. Es gab eine Zeit, da war die wirklich immer ausverkauft, deswegen habe ich jetzt immer ein Backup zu Hause. Das heißt, ich habe jetzt eine aufgebraucht, hatte noch eine zu Hause und das ist dann das nächste Backup-Produkt. Kommen wir wieder zurück zu diesen weihnachtlicheren Produkten. Diese Ohrringe, wie süß sind die bitte? Ich konnte die nicht da lassen. Das sind einfach so Schleifen mit Perlen am Ende. Oh, die werde ich auf jeden Fall zu Weihnachten tragen. Ich finde die so, so hübsch. Ich liebe so Spielereien. Die haben 3,45 Euro gekostet und ich hoffe, dass sie nicht so schnell abfärben werden und ja, einfach schön bleiben, weil man kann die ja nur so einmal, also man kann sie eigentlich immer tragen, wenn man Lust drauf hat. Aber für mich sind es einfach so Weihnachtsohrringe und ich hoffe, dass sie jetzt ein paar Weihnachten durchhalten, damit ich sie auch öfter tragen kann. Also, oh, ich finde die so, so hübsch. Ich habe mal wieder so ein bisschen bei DM gestöbert und bin auf dieses Duschgel hier von Kneipp gestoßen. Habe ich vorher irgendwie noch nie gesehen. Das ist die Sorte Du bist wunderbar mit Granatapfel und Kakao. Und dieser Duft ist wirklich so, so toll. Es riecht wirklich fruchtig nach Granatapfel, aber auch süß. Mit so einer leichten Kakaonote, also ich finde es einfach richtig toll. Und gleichzeitig finde ich auch, dass das voll die süße Geschenkidee ist. Also wenn man jemandem was schenkt und noch so eine Kleinigkeit dazu haben möchte und da steht dann, du bist wunderbar, finde ich irgendwie total süß. Also ich freue mich jetzt erstmal darauf, damit duschen zu gehen. Und ich bin mir sicher, dass ich das der ein oder andere Person auch mal so schenken werde. Wenn es einen Geburtstag gibt oder sowas und man macht irgendwie so ein Geburtstagstütchen fertig, finde ich, ist das hier irgendwie eine ganz coole Sache. Auch diese Haarspange hier finde ich relativ weihnachtlich, weil es quasi wie so eine Geschenkschleife ist. Das kann man sich dann nachher ja, so vorstellen, also dass man das dann von der Seite irgendwie so sieht. Ich finde das so, so süß und ich weiß, dass diese Langhaarmädchenklammern für mich eigentlich immer zu wenig Zacken haben, weshalb sie bei mir nicht so gut halten. Also da müsste jeweils noch so eine Zacke dazu, dann wäre es besser. Aber trotzdem musste ich die mitnehmen, weil ich die einfach so schön fand. Also ich liebe so Spielereien, merkt man ja. Und ja, deswegen durfte die jetzt in meiner Sammlung nicht fehlen. Wirklich, ich glaube, wenn ich mich festlegen müsste, was ich für eine Sucht hätte, dann wären das auf jeden Fall Haarklammern. Also ich kann mittlerweile wirklich gefühlt an keiner Haarklammer vorbeilaufen. Mein Schrank ist auch voll mit Klammern. Ich kann die gar nicht alle gleichzeitig tragen, so viele sind das. Aber ich finde es einfach so schön. Ich erfreue mich da einfach so sehr dran. Ich weiß nicht, ob jemand von euch die Serie Wednesday geschaut hat. Ich habe sie auf jeden Fall gesehen und fand sie richtig cool. Und dementsprechend habe ich mich auch sehr über die Bilou Wednesday-Reihe gefreut. Und am Anfang habe ich bei uns irgendwie nur Kaugummis gefunden und Deos. Ein Deo habe ich mir mitgenommen und das riecht auch richtig gut. Und jetzt habe ich auch zwei Duschschäume entdeckt und diesen hier fand ich ganz interessant. Hier stand nämlich drauf, schwarze Tonkabohne verfeinert mit blutroter Himbeere und Lavendel. Finde ich irgendwie ganz besonders mit Mandelöl. Ich bin kein lila Fan, also so von der Packung her hätte ich es mir nicht geholt, sondern hätte eher die schwarze Packung gewählt. Aber die Beschreibung, die hat es für mich ausgemacht. Und riechen wir mal genauer dran. Ich bin nicht 100% begeistert, obwohl irgendwie schon. Boah, ich glaube, ich muss es einfach unter der Dusche testen. Man riecht die Tonkabohne. Himbeeren nur so ganz leicht. Und irgendwie rieche ich da noch Sandelholz. Und das mag ich irgendwie nicht, aber vielleicht bilde ich mir das auch ein. Also irgendwie finde ich den Duft richtig toll, aber irgendwas stört mich.
Naja, ich werde mal damit duschen gehen und euch bald ein Feedback geben. So im Alltag würde ich niemals auf die Idee kommen, irgendwie künstliche Wimpern zu tragen. Aber für so besondere Anlässe wie zum Beispiel eine Hochzeitsfeier, da trage ich gerne mal künstliche Wimpern oder wenn ich ein Video drehe oder so. Und da mag ich am allerliebsten die Lash to Impress Half Lashes von Essence. Die habe ich euch auch schon öfters mal gezeigt. Und meine sind jetzt durch, weil wie gesagt, 7 Hochzeiten waren das dieses Jahr. Und dementsprechend haben meine ein bisschen gelitten und die können jetzt mal langsam in den Mülleimer. Und deswegen habe ich mir hier einmal neue gekauft, einfach nochmal frische und freue mich schon darauf, die das nächste Mal zu tragen, weil die machen das Auge wirklich richtig, richtig schön. Also es wird optisch geöffnet, es wird nach außen hin so katzig irgendwie. Ich mag den Look damit wirklich gerne. Da ist ein Kleber mit dabei, der absolut ausreichend ist. Und ja, wirklich ein ganz, ganz tolles Produkt. Ich hoffe, dass Essence das niemals aus dem Sortiment rausnimmt. Sonnenschutz ist natürlich das ganze Jahr über wichtig. Und mein Sonnenschutz ist leer gegangen. Deswegen habe ich mir jetzt hier nochmal neuen gekauft. Das ist jetzt meine zweite Packung von diesem Sonnenschutz. Das ist von Garnier Ambre Solaire das Super UV Sonnenschutzfluid mit Hyaluronsäure. Und damit komme ich super gut klar. Das hat Lichtschutzfaktor 50 und das trage ich mir jeden Morgen auf, bevor ich mich schminke. Das gibt mir zusätzlich nochmal eine schöne Pflege. Das ist so eine schöne Unterlage fürs Make-up und gleichzeitig bin ich vor der Sonneneinstrahlung geschützt. Also finde ich richtig gut und ich habe vorher zum Beispiel immer von La Roche-Posay das Antelios 50 Plus gehabt. Fand das wirklich immer ganz, ganz toll. Habe aber nach einer Alternative gesucht, die so ein bisschen günstiger ist. Ich glaube, es sind so 3-4 Euro, die dieses Produkt hier günstiger ist. Und was für mich so ein bisschen erreichbarer ist, also was ich schneller kaufen kann. Weil das Antelios 50 Plus, das habe ich mir immer online bestellt. Und dafür kann ich einfach in den DM laufen und habe es direkt. Und das finde ich gut. Ich hoffe sehr, dass euch mein Video gefallen hat. Wenn ja, vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben da zu lassen und fleißig zu kommentieren. Und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns ganz bald wiedersehen. Macht's gut. Ciao.